Durch die Last des Schnees ist am Samstagnachmittag kurz vor 17 Uhr das Dach eines Gebäudes in Zwickau zusammengestürzt. Anwohner hatten das Einstürzen gehört und die Feuerwehr alarmiert. Nach Prüfung der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass das Gebäude unbewohnt war und keine Personen verletzt wurden. Die Feuerwehr nahm erste Sicherungsmaßnahmen vor. Der Fußweg und die Freiheitsstraße wurden vorsorglich gesperrt. Inzwischen ist der Hausbesitzer über das Ereignis informiert. Er muss sich nun um die weiteren Maßnahmen kümmern. Die Straßensperrung ist inzwischen wieder aufgehoben.